Freunde der Mathematik. Wir betrachten mal wieder stochastische Probleme. Und zwar geht es um Bernoulli-Experimente. Den Begriff wollen wir klären, Bernoulli-Kette. Und das Ganze dann anhand eines Beispiels betrachten. Die Binomialverteilung bzw. die Bernoulli-Experimente werden eigentlich schon in Klasse 10 betrachtet und dann später nochmal in Klasse 12 auf einer etwas höheren Ebene. Kommen wir zu dem Bernoulli-Experiment. Ein Zufallsexperiment, bei dem man sich nur dafür interessiert, ob ein bestimmtes Ereignis eintritt oder nicht, nennt man ein Bernoulli-Experiment. Dieses Bernoulli-Experiment stammt von Jakob Bernoulli, und zwar der Ältere. Er lebte von 1654 bis 1705 und er gilt eigentlich als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Tritt das Ereignis ein, so spricht man von Erfolg, ansonsten von einem Misserfolg. Also Eintreten eines bestimmten Ereignisses und Nicht-Eintreten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, die bezeichnen wir im Allgemeinen mit klein p, und die Misserfolgswahrscheinlichkeit mit q bzw. 1 minus p. Wenn man ein Bernoulli-Experiment mehrmals wiederholt, dann, sodass sich dabei die Erfolgswahrscheinlichkeit von Stufe zu Stufe ändert, so spricht man von einer Bernoulli-Kette. Und wird ein Bernoulli-Experiment n-mal durchgeführt, so ist die Wahrscheinlichkeit für genau k-Erfolge, das haben wir jetzt hier hingeschrieben, für genau k-Erfolge, p von x gleich k gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k, und k läuft von 1 bis n. Gehen wir ein bisschen rüber. Diese Darstellung p von x gleich k kann ich natürlich auch so angeben. Ich benutze b, np, b für Binomial, n wäre die Kettenlänge, p ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Also haben wir auch n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Nun ein kleines Beispiel habe ich. Es werde 10-mal mit einer idealen Münze geworfen. Die Zufallsgröße x sei die Zahl der erzielten Köpfe. Und man berechne nun folgende Wahrscheinlichkeiten. Wir wollen berechnen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir genau 5-mal den Treffer haben. Dann die Wahrscheinlichkeit von 4 kleiner gleich x kleiner gleich 5 und die Wahrscheinlichkeit für x gleich 0. Wenn ich die Wahrscheinlichkeit für x gleich 5 berechne, dann nach Formel 10 über 5 mal 0,5 hoch 5, dann auch wieder 0,5 hoch 5. Und wenn ich das ausrechne, dann haben wir 0,246, und das sind aber 24,6%. Diesen Binomialkoeffizienten n über k, ich schreibe das mal hier hin, n über k, den kann man entweder mit dem Taschenrechner ganz schnell ausrechnen, diese Tastenkombination kennt ihr alle, oder per Hand wäre das n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Dafür, dass der Beweis wird eigentlich in Klasse 12 gemacht. So, berechne ich die Wahrscheinlichkeit für p von 4 kleiner gleich x kleiner gleich 5. Da muss ich rechnen, p von x gleich 4 vereinigt Zeichen, mit x gleich 5 und das nochmal vereinigt mit x gleich 6. Dann haben wir
Pi von x gleich 4 plus Pi von x gleich 5 plus Pi von x gleich 6. Hier habe ich es nochmal angegeben. 10 über 4 mal 0,5 hoch 4 mal 0,5 hoch 6. Hier haben wir ja das k, hier haben wir das n minus. Dann plus 10 über 5, 0,5 mal 0,5, beides mit dem Exponenten 5. Und 10 über 6 mal 0,5 hoch 6 mal 0,5 hoch 5 dann. Und wenn wir das ausrechnen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,656 bzw. 65,6%. Und last but not least, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir den Wert x gleich 0 berechnen, also wir haben keinen, dann habe ich, da ja 10 mal geworfen wurde, 10 über 0, dann 0,5 hoch 0 und 0,5 mal 10. Das 10 über 0 wäre übrigens 1, habe ich nochmal hingeschrieben. 0,5 und 0 ist auch 1, dann brauche ich also nur auszurechnen 0,5 hoch 10 und das ist ein Wert von 0,00098. Und wenn ich das in Prozenten angebe, dann hätten wir sogar hier 0,00 und dann nochmal 0, also fast nichts. Eigentlich ein hochinteressantes Thema, ab hier mit der Bernoulli. Mit den Bernoulli-Experimenten, Bernoulli-Kette, die Bernoulli-Verteilung, die wir dann haben. Dann kommt das Mu und das Sigma hinzu. Es gibt dann noch weitere Verteilungen, neben den Binomialverteilungen haben wir die Poisson-Verteilung oder die hypergeometrische Verteilung. Dann sprechen wir von kontinuierlichen Verteilungen oder von diskreten Verteilungen. Diese Verteilung der Binomial ist übrigens eine diskrete. Das aber nur nebenbei. Bis hierher, Jungs.